Hallo, mein Name ist Regine Hochhäusler von der Hundeschule Hundeweise aus Dormagen. Das neben mir ist der Baxter. Heute geht es um das Thema Maulkorbtraining. Wir werden euch zeigen, wie wir in kleinen Schritten den Hund an einen Maulkorb so positiv wie möglich gewöhnen. Ein Maulkorb ist wichtig. Manchmal muss der Hund ihn in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. In manchen Bundesländern schreibt es das Gesetz vor. Eventuell findet der Hund den Tierarzt nicht so gut und möchte dort seine Zähne einsetzen. Wie gesagt, es ist nicht falsch, den Hund an einen Maulkorb zu gewöhnen. Natürlich brauchen wir für das Maulkorbtraining einen Maulkorb. Am besten nimmt man sowas oder ähnliches. Was nicht so geeignet sind, sind diese sogenannten Mautschlaufen, die so zu sind an den Seiten. Da kann der Hund nicht mit Hecheln oder Wasser aufnehmen und es ist sehr beengend für den Hund. Im Schritt 1 beginnen wir damit, den Maulkorb erstmal dem Hund zu präsentieren, dass der Hund verknüpft, oh, der Maulkorb kommt ins Bild und es passiert was Tolles für mich. Dies machen wir mit tollen Leckerchen und mittels eines Markersignals. Super. Wenn der Hund den Schritt 1 gut verstanden hat und sich schon freut beim Anblick des Maulkorbs, gehen wir zu Schritt 2 über. Das heißt, wir möchten, dass der Hund seine Schnauze in den Maulkorb steckt. Hierzu habe ich an den Seiten Löcher reingeschnitten, dass ich hier Futter verabreichen kann. Oder ich schmiere hier vorne auch gerne Erdnussbutter oder Leberwurst drauf, dass der Hund gerne und vor allem freiwillig und von sich aus seine Nase in den Maulkorb steckt. Das Ganze sieht in der Praxis so aus, dass der Hund seinen Kopf in den Maulkorb steckt, freiwillig und hier vorne zum Beispiel die Erdnussbutter oder die Leberwurst wegleckt. Wichtig ist, ich gehe mit dem Maulkorb nicht auf den Hundekopf zu, sondern halte ihn ganz statisch und wenn der Hund den Kopf wieder rausziehen möchte, dann darf er das. Ich gehe auch nicht hinterher, um weiter an der Schnauze zu bleiben.